Okay, da sind wir wieder zu Dark Souls 2 mit Undyne aus Undertale. Ich hoffe, das klappt jetzt alles, weil ich musste gerade OBS nochmal neu starten, weil es irgendwie Probleme gab. Wir sind im Shrine of Amana, dem nervigsten Teil des Spiels. Ich bin mal gespannt, wie gut wir hier durchkommen. Mein Ziel für heute wäre es aber, bis zum Giant Lord zu kommen, weil ich den dann offscreen farmen kann. Ich habe auch ein bisschen an unseren Stats gearbeitet. Ich habe nämlich noch mal ein paar Mal Rotten und Old Iron King gelegt. Moment, hier. Wir haben jetzt 40 Lebenskraft, 40 Dex. Anpassung ist ein bisschen erhöht. Intelligenz auch. Heißt, wir haben jetzt einfach ein bisschen mehr Polster. Okay, da konnten wir schon runter. Moment, mussten wir dafür... Sind da viele Steine? Ich hoffe, ein Viertel davon kannst du verschieben. Was? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was war hier in der Ecke? Okay, das ist normale Kiste. Ach hier. Ja, da ist Wasser und Steine, wo man drauf laufen kann. Hier in dem Gebiet haben wir auch den Vorteil, dass Gegner mehr Blitzschaden nehmen. Oder denke ich mal, wegen dem Wasser. Ah, okay. Sie hat jetzt aufgehört zu singen und deswegen kommen die jetzt. Hi Donix Pablo, willkommen zum Stream. So, wir wollen direkt zum zweiten Lagerfeuer. Mal sehen, wie lange wir hier verbrauchen. So, ihr seid jetzt besänftigt. Große Seele, funkelndes Titanit, Fackeln, sehr gut. Soll ich hier weiter über das Texture Pack schreiben oder soll ich gleich mit dem Sturz des Kapitals beginnen? Ich hab keine Ahnung. Okay, alles klar. Wisst ihr, woran mich das hier erinnert?
an die Höhle aus Harry Potter und der Halbblutprinz. Okay, auch nichts Sinnvolles. Kann man. Das hier sieht halt so raus, aus, als könnte man da rein, aber leider nicht. Ich hab dich mit dem TP aber nicht genervt, aber alles gut. So, einmal ausruhen. Nur den ersten Film von Harry Potter gesehen, das ist schon etwas her. Der erste war auch richtig gut. Einfach diese, wie diese ganze Welt dort zum Leben erwacht. Also der Harry Podcast von Cold Mirror. Das ist immer ein Ereignis, wenn da eine Folge kommt. Das macht Blutungsschaden. Haben wir Magieresistenz? Ich meine, ein bisschen was dürften wir durch diverse Skills bekommen haben, aber. Und ja, wir kriegen hier Schaden aus allen möglichen Quellen. Die stehen auch noch hier rum. Habe ich erwähnt, dass das der nervigste Teil des Spiels ist? Also hier in irgendeiner Hinsicht durchrushen zu wollen, ist tödlich. Zum TP, kann es sein, dass es ein bisschen perfektionistisch ist? Nein, aber ich finde, so sieht es halt nicht, noch nicht so vorzeigbar aus. So, ich habe jetzt mein halbes Estus schon verbraucht. Samen. So, ich glaube, da müssen wir später hin.
Er ist ein Ogre. So. So, da drüben müssen wir hin. Ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn das so weitergeht, schaffen wir es sogar beim ersten Versuch. Deswegen ist auf die Distanz kann ich leider keinen der Gegner anvisieren. Ich sag ja, das ist wirklich ein nerviges Gebiet. Das war jetzt zum Beispiel wieder sehr knapp. Aber ich glaube, sie brauchen eine direkte Sichtlinie, um den Angriff zu initiieren. Einer tot. Und Nummer zwei. So, der Rest ist mir egal. Weil hier ist ein Lagerfeuer, da möchte ich zuerst mal rasten.
Aua. Kannst du mir mal nicht... Das ist wirklich unverschämt mit dem Stab. Das Ding ist, wir sehen auch leider nur aus bestimmten Winkeln, ob da unter dem Wasser Boden ist. Torchbark. Uah. Und schon werden die hier wach. Ist klar. So, weiter verfolgt er uns nicht. Du droppst nichts, du erwachst nur das hier. Wehe, du bist es nicht wert. Lifering plus 3, plus 2. Ich glaube, das Ding ist ziemlich wertlos. Wie viel muss ich bei mir tragen, damit ich... Okay. Aber ich glaube, es gibt wieder Bright Bugs, oder? Weil ich jetzt Looking Glass Knight besiegt habe. Oder? Ja. 48.000 das Stück. Ich weiß leider nicht, wann das nächste Mal aufgefüllt wird. Bei Velstadt, glaube ich. Okay, er macht die Dauerwolke. Okay, ja, das hat reingehauen. Okay, wir gehen einfach hier lang. Jetzt bin ich ans Mikrofon gekommen.
Okay. Moment, okay, ja, Sachen sind repariert. Wieso kann ich ihn eigentlich nicht staggern, wenn er angreift? Und tschüss. Der belästigt uns nicht nochmal. So, wer... Ja, hier ist... Alles klar. Hier ist der Dämon, der nicht singt. Auch bekannt als Demon of Dong. So, das hier ist halt irgendwie nicht mal ein richtiger Boss. So, ein Treffer noch. Das ist schon nice, mit dem Angriff zu beenden. Key to the Embedded, ja, das auch bekannt als Keyblade. Wenn man seinen inneren Sora channeln will. Moment. Doch. Ja, hier ging es raus. Thank you.
So, willkommen in der Krypta der Untoten. Und wir haben Schwein auf dem Arm einfach in weniger als einer halben Stunde geschafft. Das ist mega gut. Das ist halt so eine Frage, die ist so kryptisch, ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Ich weiß nicht mal, ob es einen Unterschied macht, welche Antwort ich nehme. Also ob er überhaupt irgendwas anderes sagt dann. Das ist auch einfach ein Witz. So, ihn müssen wir direkt erledigen, weil sonst bringt er uns noch Ärger. Und dann haben wir den Dude hier. Die lebende Wand. Verfolgst du uns eigentlich? Ja, tust du. Okay. Da möchte ich dich aber hier bekämpfen und nicht da drüben.
So, und die Magierin da drüben überschreibt auch mal direkt. So, das sind zwei. Ja, ich erinnere mich. Stimmt, ich habe ja wieder Great Soul Arrow ausgerüstet. Aber das Ding ist, auf die Distanz kann ich es nicht einsetzen. So, und dann Life-Gems, um durch das Gift durchzuheilen. Some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now they're all just dead. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many council servants and the like have come to fetch their lord, but they rest here now. Put to death by the king's own guard. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. This place is welcome to all. Ja, kannst du mir langsam mal zeigen, was du zu verkaufen hast? Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Das ist nice zum Farmen. So, hier machen wir später eine Abkürzung auf, damit wir darüber können, problemlos. Aber hier gab es doch irgendwo auch ein Lagerfeuer, oder nicht?
Keine verdeckte Wand. Ah. So, die können wir zerstören. Wir müssen verhindern, dass die Glocken geläutet werden, weil sonst haben wir ein richtiges Problem. Ach ja, warte mal. Ich habe auch nochmal bei Dynantillo gehandelt und wir haben jetzt gerade nochmal Drachenknochen bekommen. Habe ich jetzt genug? Hailstone. Ja, wir können den Speer bei der nächsten Gelegenheit mal auf plus 5 bringen. Hier ist ein Lagerfeuer, sehr gut. Dann machen wir das direkt mal. Nochmal 22 physischer und 9 Blitzschaden. So, das haben wir auch aufgefüllt und dann trinke ich mal kurz was. So. Und wieder in die Krypta. So. Das Ding ist, wenn sie die Glocken läuten, kriegen wir richtig Ärger. Aber zerstört mal ruhig ein paar Grabsteine für mich. So, hier müsste... Genau, hier kommt sie nochmal. Aua. Zum Glück ist sie keine besonders fähige Kämpferin.
Könnte ein Diss auf Wunderbild sein. Aber hier drüben wird's jetzt krass. Also hier noch nicht, aber beim nächsten Raum. Ja, klar. Glitch mich mal schön durch beide durch. Das war jetzt aber gerade schieres Glück, dass ich keinen Schaden genommen habe. So, das Ding ist, wir dürfen kein Licht produzieren. So, aber jetzt, wo die Glocken geläutet wurden, kommen nämlich die hier. So, wir heilen einfach durch. So, wo geht's hier lang? Ich sag ja, das ist... Also die Stelle finde ich tatsächlich etwas dumm, weil... Irgendwie müsste man dem Spieler die Möglichkeit geben, da vorher was zu machen. Oder halt währenddessen was zu machen. Aber die Dinger bleiben ja nicht zerstört. So, jetzt lass mich hier weg. Meine selber Schuld, wenn ihr da Glocken hinmacht, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, dass man euch weckt. Oh, oder
Doch, anscheinend schon. Ich bin ziemlich sicher, dass die anderen Dinger hier nicht zerstört blieben. Magic Shield. So, schnell was trinken. Und dann machen wir das Ding auch noch weg. So, ich glaube, damit haben wir es. Ich glaube, damit gibt es keine von den Dingern mehr, wo sie belebt werden können. Aber irgendwo hier gab es auch eine versteckte Wand, meine ich. Hier. Ich bin doch da jetzt mehrmals dran vorbeigelaufen, bestimmt. So, jetzt können wir nämlich hier ziehen. Und dann kommen wir auch schon zu Velstad. Ja, es ist nicht so cool, dass hier dann auch noch Gegner aus dem Boden kommen.
Hallo Bellboy. Meine Weile weg, was da passt. Ja, die Krypta der Untoten, würde ich mal sagen. So, du gehst in Phase 2. Ja, und er tut weh. Okay, das wollte ich nicht. Und first try. Also es war in der letzten Nacht noch was gesagt, ich glaube nicht. Aber ich weiß jetzt auch, ich weiß halt gerade nicht, wie viele Frames der Manacopter hat und das Astrolabium. Jo. Hi, Vendrick. So, der Ring des Königs. Genau das brauchen wir. Oh. Was machst du denn hier? This ring is the symbol of the king. Use it to gain passage through the king's gate. Adventure to the far east. Bearer of the curse. If you are to be the next monarch,
then one day you will walk these grounds without really knowing why. Okay, das war ein Volltreffer. Hallo Drachenreiter. Okay. Nur die Frames sind auf 4 Bilder verteilt. Vielleicht wenn... Ja. Ich hatte überlegt, wenn du vielleicht praktisch immer zweimal den gleichen Frame hintereinander hast. Ja klar. Verfehl einfach. Ich hatte überlegt, wenn du aus den 32 Frames 16 machst, den du halt immer zweimal den gleichen Frame nutzt. So, jetzt haben wir ihn auch. Jetzt stört mich nur noch er. So, die Seele des Wässers konnte man gegen eine Fähigkeit eintauschen, die irgendwie zu anderen passt, aber ich glaube, dafür haben wir nicht genug Glaube. Das war auch ein interessanter Satz. Fragrant Branch of YOLO, sehr gut. Bei 16 Frames wird er sich doppelt so schnell wie das Astrolabium. Nicht, wenn du halt immer zweimal den gleichen Frame hast. Sodass praktisch der gleiche Frame doppelt so lange drin bleibt. So, dann wäre der nächste Halt Aldias Festung. So, mal kurz gucken. Sacred Oath. Hilft uns das?
Ist ein Wunder. 25. Ja, das bringt uns leider nicht so viel. Bringt uns nicht so viel. Auch wenn es voll zu Undyne passt. So, im Moment gehe ich auf Anpassung und Intelligenz wegen mehr Magie und so. Auch wenn wir uns im Moment kaum drauf verlassen. Ja, hier. Genau, hier hat uns nämlich der Ogre verfolgt. So, Symbol of the King. King's Ring, hier. Du könntest uns ja ruhig reinlassen, wenn wir den Ring haben. Drachenknochen, sage ich nicht nein zu. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr brauchen. Müsste Lukatiel nicht hier rumhängen? Genau, weil hier kommt nämlich ihr Bruder. Ja, sehr beeindruckend. So, wir eiern hier gar nicht lange rum. Warte. Brauche ich hier echt einen Fragrant Branch of YOLO? Ich habe doch gerade erst einen bekommen. Ah, okay, nee, wir kommen sogar wirklich an ihm vorbei. Sehr gut. Hier könnte man nämlich die Lagerfeuerkürbisse farmen.
So, und du gibst mir nichts Sinnvolles. So, aber ich mache das mit dem Lagerfeuer-Kürbisfarm hier noch nicht, weil ich hoffe, dass wir tatsächlich noch die bessere Methode freischalten und die versorgt sich selbst. Jo, glitsch mal durch das Gemälde. So, und hier ist nämlich ein geheimes Lagerfeuer. Okay, das gibt jetzt Chaos. Ne, jetzt kommen nämlich einfach drei von ihnen. Hallo. Nummer 1. So, ich weiß noch nicht, wie man an die Käfige da oben rankommt. Ich weiß, dass man irgendwie drankommen muss. Weil die Gegner teilweise auch noch Sachen droppen. Kommt drauf an, wie auffällig es ist.
Hallo? Ich wollte schon sagen, hier, der Jumpscare. Ja, so der Kamerawinkel ist überhaupt nicht günstig. Au, ich bin doch ausgewichen. Easy Boss, easy life, würde ich mal sagen. Eine Drachenschuppe, nicht übel. Ich weiß nicht, was ich in Dark Souls 2 damit machen kann. So, das Gebiet überspringen wir komplett. Einfach weil das Spiel uns das machen lässt. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you.
So. Ich möchte. Hier, das machen wir mal. Tauschen wir mal aus gegen die Feder. Weil das hat den gleichen Effekt. Oder? Wo war denn der? Nicht, ob das Lagerfeuer ist auf der anderen Seite. So, wenn wir das Gebiet überspringen wollen, was wir tun, weil es hier, glaube ich, nichts Sinnvolles gibt. Also das Gebiet hier ist komplett optional. Gott verdammt, Alia, wir müssen uns was anderes überlegen. Also, Alia ist halt wirklich ein bisschen wie der Architekt aus Matrix, wo er auch kein Wort einen Sinn ergibt. Weil, warte, nein, ich wollte zuerst nochmal rüber. Ich will nicht mit 60.000 Seelen rumlaufen. Nicht, wenn ich das auch in Skillpunkte investieren kann.
So, die wären einzeln alle kein Problem, aber sie machen gerne Teamarbeit. Lagerfeuerkürbis, juhu. So, hier ist eine Pharos-Geschichte. Ich weiß noch nicht, was die tut. Sechzehn Frames aber dann genug. Ich weiß ja nicht, wie es dann in-game aussieht. Okay, hier ist ein Rüstungsset. Das Ding ist, die gehen in den Rückzug, sobald sie eine gewisse Menge an Gesundheit verloren haben, dann kommen sie wieder rangestaxt. Die haben einfach die gleichen Sounds wie der Spielercharakter, der männliche. So, dann können wir nämlich hier rauf. Thank you.
ein bisschen im Kreis laufen. So, komm her. Und tschüss. Und stirb. So, die greifen mich, glaube ich, alle nicht an. Doch, ich glaube er, aber der Rest nicht. So ganz ehrlich, YOLO. Aber wie wir doch vorgestern festgestellt haben, wenn du einen Frame hast, kannst du doch unbegrenzt hochskalieren. So, und tschüss. Ja, ihr habt alle Schiss vor den Drachen, ne? Ups, das wollte ich nicht. Was würde passieren, wenn man dein Profilbild auf 60 FPS explodiert? Gute Frage.
So, Brightbug technisch sieht es nicht so gut aus, aber das ist okay. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt einen von denen brauchen werde. So. Dann müssen wir nämlich jetzt wieder in Forest of Fallen Giants. Transformed himself. Long ago, the king crossed the seas. It was then that the golems material, the giants, Arno, my father, and the giants, they cannot find it within them. Did you see him? That is most certainly their king. He will be a thing to topple. My blade may break my... Those who... Be gone with you. Gone. So, ich weiß nicht mehr, wie das alles hier abging. So, wo ist denn jetzt... Da. So, und raus hier. Ich muss sagen, diese Art der Zeitreise ist schon eine sehr interessante Geschichte. Ich finde es auch interessant, dass alle drei Dark Souls-Titel in irgendeiner Form Zeitreise haben.
Ach stimmt, ja, mir fällt gerade auf. Ja. Nettes Detail. Die Sachen, ganzen Sachen sehen wir ja auch in der einen Erinnerung. Genau der Kopf, der auf uns, der wird auf uns geworfen später. Okay, ich glaube, hier wollte ich nicht lang. So, dich haben wir. Ich wollte schon sagen, die Erinnerung ist nicht sehr lang. Irgendwo konnte man das aber noch einsetzen. Ah, ja, ich erinnere mich. Ich glaube, ich erinnere mich, wo es war. Wo man auch noch relativ kostenfrei so eine Seele bekam. Und zwar Aldeas Keep. Da ist ja auch das Drachenskelett und ich glaube, in dessen Erinnerungen kann ich auch eintauchen. Ich meine zumindest, dass es die Stelle war. Und es ist gerade der einzige skelettierte Drache, der mir einfällt. Relativ kostenfrei in dem Sinne, dass hier keine Gegner sind. Und wir eigentlich nichts machen müssen. Oder? War es das nicht? Ich glaube, unter bestimmten Umständen erwacht der Drache hier, glaube ich, auch nochmal zum Leben, aber ich habe das, glaube ich, nie erleben müssen. Hä? Bin ich jetzt total bescheuert? Dark Souls 2, Ashen Mist Heart. Es ging noch irgendwo. Brightstone Cove, Theodora und Undead Crypt. Was ist in Dragon Memories, genau. Ja, aber das war nicht hier, das war da, wo wir gegen Dukes Dear Freya gekämpft haben. Ich mache hier gerade relativ kostenfrei ein TP, das ist ja nicht für mich. Aber zumindest war das nicht der Sinn. Wo ist es? Brightstone Cove, Theodora. Ich glaube, das ist das Falsche, oder? Ja. Was ist denn der Sinn dahinter, dass du einen Fidget Spinner in Siedler haben wolltest? Ich habe nur gesagt, dass ich es cool finde.
Wo ist denn jetzt hier die Tür? Hier. Nice. Ich glaube, ich muss echt einen Tag dafür dann demnächst einplanen, wo ich die Matches mache. Ich glaube, die Ancient Dragonstone hat auch Vendrix Gesundheit reduziert. Ich werde das wahrscheinlich eh nicht direkt einlösen, okay. Ich bin auch offen für Ideen, was man noch mit Nutzlosium machen kann. Sowohl kleine als auch große Sachen. So, dann brauchen wir wieder... Ja, Forest of Fallen Giants. So, Symbol des Königs. Nutzlosium Fidget Spinner drehen. Was? Moment, hier, genau, da unten gibt's... Fragen, manche vor. Ein Band der Stalinwerke lesen, 20.000 nutzlos. Was? Im Stream vorlesen. Uff. Jetzt mal so eine Frage, ist das inzwischen in der Public Domain? Weil dann kann man es ja, Sachen, die in der Public Domain sind, kann man ja im Stream theoretisch vorlesen, oder? Ohne, dass das Ärger gibt mit Copyright. So, erstmal da hoch. Weil hier ist ein Lagerfeuerkürbis. Fast so, als hätte man gewollt, dass man diese Geschichte hier farmt. Da ist der Kopf.
Ah, nice. Das heißt, wir können... Ich kann jetzt offscreen Seelen farmen, so viel ich will. So, Vendrick können wir bei der Gelegenheit auch machen. Und dann können wir eigentlich auch nochmal probieren, ob wir Mipha und Chariot nochmal hinkriegen. Warte. Gibt's neue Brightbugs? Nein. Brightbugs Bunny ist nicht wieder im Geschäft. Soweit ich weiß, dürftest du die Stalinwerke im Stream vorlesen. Die Frage ist, will man die Stalinwerke im Stream vorlesen? Vor allem, wie lang sind die eigentlich? Nur mal so aus Neugier. So, pass auf. Undead Purgatory, aber wir müssen dafür hier hin. Weil zum Seelenfarmen wäre natürlich der Ring nochmal geil. Für mehr Seelen. Und der Ausdauerring wäre langsam auch mal nützlich. Wobei ich Ausdauer auch nochmal ruhig ein bisschen pushen könnte, jetzt wo ich Anpassungsfähigkeit und Intelligenz auf 30 habe. Ich glaube, wir sind auch seit Demon of Song nicht mehr gestorben. Also wir haben seitdem immer noch menschliche Form. Band 1 hat ca. 200 Seiten. Ja, da ist man mal ein paar Stunden mit beschäftigt. Okay, die springen einfach schon von der Brücke. Triggerwarnung. Der Stream zeigt Suizidszenen. Gibt by the way 15 Bände. Alles klar. Der Mann hat viel geschrieben, wie es scheint. Einfach ein Backstep und es macht kaum Damage. Aber wir können mal langsam ein bisschen was einstecken, das ist gut. Einmal durchgedodged. Wo ist der Dude, der die wiederbelebt?
Na, das Pferd macht sie jetzt nicht mehr kaputt. Alter, hat er mich gerade einfach pariert? Genau, bitte töte die Skelette mal für mich. Das wäre sehr nett. Die Marx-Engels-Werke haben teilweise so 700 Seiten. Bleiben die jetzt mal liegen oder nicht? Die Skelette nerven, habe ich das erwähnt? Ha! Einfach deine eigenen erwischt. Bete ich jetzt die ganze Zeit seinen Angriff nach hinten? Boom! Chlorenfuhring! Die Lenin-Werke haben scheinbar 600 Seiten pro Buch und sind auch über 40. Bitte was? Wann hat der Mann denn so viel geschrieben? Hatte der nicht
ein bisschen was zu tun? So mit Revolution in Russland und so? Ah ja, sie verkauft, glaube ich, jetzt auch die Drachenknochen. Jetzt, wo wir sie nicht mehr benötigen. Was wir theoretisch auch machen könnten, wäre unseren, wir könnten unseren Speer, jetzt wo wir Intelligenz auf 30 haben, auch mal auf, Magie gehen. So, Infuse Weapon. Speer. Wir wollen ihn mit Magie haben. Das reduziert ja unseren Schaden um 63, aber gibt uns 147 Magie-Schaden. Das ist an sich echt ein guter Trade. Und es harmoniert halt besonders gut, wenn man dann noch Magic Weapon draufhaut. Wobei wir im Moment, glaube ich, keine Gegner haben, die gegen Magie anfällig wären. Crystal Magic Weapon, wo gab's das? Ancient Dragon Soul, das... Consuming gives 75.000 souls. What? Okay. Crystal Magic Weapon. Chest in Dragon Shrine. Above two Drake Keepers, one of a mace and one of a sword and shield. So, was ich jetzt haben möchte, ist... Ja, doch, ja, ich Ausdauer schon gerne. Vor allem Poise ist auch gut. Wobei Vitalität uns helfen würde, mit dem Gewicht klarzukommen. Ich würde sagen, die beiden Stats erhöhen wir mal demnächst. So, Dragon Shine, wir holen mal die Crystal Magic Weapon noch, weil Magie war ja, glaube ich, auch gegen Mifa ganz gut, beziehungsweise sie war resistent gegen, genau, unser Speer, aber gut, der war zu der Zeit auch besser aufgerüstet, aber ich glaube, das könnte trotzdem effektiver sein. Wir holen uns das mal. Au. Ja.
dachte gerade für einen Moment, er lässt mich hinter ihn gehen und ihn einfach backstabben. Jetzt kommt hier auch noch einfach ein... So einer hier. Hätte der vorhin nicht auch kommen müssen? Ich war doch menschlich. Kannst doch gut mit deinem Beruf kombinieren und im Kindergarten ein bisschen Stalinwerke vorlesen. Ich glaube, dann kriege ich Ärger. Alter, kannst du jetzt mal bitte verrecken hier? Oh, zum Glück haben wir den Reparaturzauber. So. Ich glaube, hier über die Brücke war das. Und ich glaube, dann in der Kiste.
Okay, ich kann ihn auch gar nicht mehr anvisieren. Titanite's Lab, das ist nicht das, was ich suche. Hier gibt's ein Phantom. Ah, okay, hier ist... Das ist die Geschichte. Willst du jetzt Stress oder nicht? Der Dragon Ring. Das ist der, der alle Stats ein bisschen erhöht. So, das Ei. Ich weiß nicht, was man damit macht. Bin ich jetzt total bescheuert? Invader am Spieß. Hi, Sinetio, willkommen zum Stream. Petrified Egg, was machen wir damit nochmal? Ich glaube, das war, genau, das war ein Covenant-Item. Two Draykeepers, one with a mace and one with a sword and shield. Run over the small bridge on the right, aber... Die haben auch keine Screenshots oder so reingemacht ins Wiki. Das heißt, ich muss hier auch raten, was ich hier so eigentlich suche. So, hier komme ich aber auch jetzt nicht ohne weiteres raus.
Warte, hier? Ist es die Kiste? Ja. Und Fragrant Branch of Yore. Da sage ich nicht nein zu. Ich meine, da wir jetzt eh im Prinzip unbegrenzte Lagerfeuer... Ja, ganz ehrlich, für die Giant Lord Farming Methode brauchen wir keine, weil wir immer ein neues kriegen. Ansonsten wüsste ich auch gerade jetzt nicht, wo wir das einsetzen wollen. So, Crystal Magic Weapon. Und dann einmal Irvin Peak. Stone Ring, Coveted Silver Serpent Ring. Wir wollen einmal den Poison Bite Ring. Aber wir wollen noch einmal kurz leveln. Weil mit 50.000 Seelen möchte ich gerade nicht rumlaufen. So, mal sehen, ob wir das jetzt hinkriegen. Das verläuft gerade anders als geplant. Das ist aber auch, finde ich, so eine Sache, finde ich, an den Dark Souls-Spielen. Die Ringe, die dir Resistenz gegen irgendwas geben, tun gefühlt irgendwie alle gar nichts. Fuck, 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 fuck. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Mifa wäre trivial, wenn wir hier das Gift abgestellt hätten, aber das wollen wir ja nicht.
So, ich würde gerne... Ja! Wie gefährlich bist du jetzt ohne deinen Grab-Angriff? Okay, sie hat ihren Grab-Angriff trotzdem noch. Aber ich glaube, sie hat keinen Angriff mehr nach hinten. So, und ihre Fernkampfangriffe sind jetzt auch sind halt auch inzwischen deutlich weniger angsteinflößend. So, der Angriff hat jetzt zum Beispiel deutlich weniger Schaden gemacht. Okay. Warum aber nicht das Gift ablassen? Weil Undyne das nicht tun würde. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass sie es tun würde. Und wir haben es jetzt beim ersten Mal auch schon geschafft, aber das ist jetzt NG+. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade trotzdem noch nicht. Das Ding ist, sie heilt sich natürlich durch das Gift auch die ganze Zeit. Wenn sie sich nicht heilen würde, wäre es alles kein Problem. Aber wir haben zumindest schon mal den Ausdauerring. Aber ich glaube, mehr Ausdauer wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. Weil es darf einfach nicht passieren, dass wir keine Ausdauer haben, wenn wir ausweichen müssen. Und mehr Anpassungsfähigkeit, dass wir schneller die Life-Gems und so einsetzen können. So, dann gibt es eigentlich erst für heute nur noch eine Sache, die es zu tun gibt. Und zwar Undead Crypt. Jetzt möchte ich nur gerade wissen, wogegen ist er anfällig. Keine Schwäche, Resistenz gegen Dunkelheit, immun gegen Gift. Okay, da macht's keinen Unterschied. Ach, sag an, der Drachenreiter spawnt nicht nach.
Aber er zwiebelt auch ganz schön rein. Ich habe meine Waffe, glaube ich, gar nicht zweihändig verwendet. Ah, 60% hat er noch. Au. Fuck. Das war nicht gut. Er hat total vorhersehbare Angriffsmuster, aber wenn er trifft, dann zwiebelt er richtig rein. Ja, irgendwie gab es auch, glaube ich, was, dass man, wenn man an seinem linken Bein klebt, dass er einen dann nicht trifft.
Zumindest nicht mit seinem normalen Angriff. Hat jemand gesehen, wie viel Damage der Blitz gemacht hat? Ich habe es leider nicht gesehen, ich war zu sehr mit Ausweichen beschäftigt. Wow, 100.000 Seelen? Krass. So, die investieren direkt mal und dann holen wir noch die Seele aus dem Schrein von Amarna, weil wir bekommen ja die Seele vom König nicht direkt.
So, der Steindude kommt auch direkt. So, und jetzt brauchen wir die Brücke hier drüben. War hier nicht ein Gegner? Seele des Königs, Moment. Gab es seine Krone nicht auch hier? Hä? Die müsste genau hier sein. Bin ich jetzt total doof? Am gleichen Ort wie die Seele des Königs, ja. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte, hier geht's noch weiter rein, ich Idiot. Ja, aber ich hab mich jetzt verwirrt, weil es hieß im Wiki gleicher Ort.
King's Crown, so. Okay. Dann haben wir aber auch erstmal für heute alles, weil das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, außer halt den letzten paar Bossen, sind halt die DLCs und für die möchte ich halt jeweils einen eigenen Stream einplanen, weil das ist ein bisschen mehr. Also, ja. Ich glaube, 3 Streams noch und dann halt Endgame, je nachdem. Das heißt, in einem Monat wären wir mit dem Run durch. Ich danke auf jeden Fall fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.